Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Henriette Campbell. Für diejenigen, die zum allerersten Mal dabei sind und für diejenigen, die wieder einschalten, willkommen zurück. Dieses Video ist ein Chit-Chat Get Ready With Me und in diesem Chit-Chat Get Ready With Me werde ich über die Kölkern reden, was die Kölkern ausmacht, warum ich mich darauf freue, Tickets und so weiter und so fort. Alles werde ich erklären in dem Video. Dieses Video ist in Kooperation mit Kölkern, also deswegen folgt auch Kölkern auf Instagram, abonniert Kölkerns YouTube-Channel und sichert euch vor allem auch Tickets für die Kölker-Menschen am 28. September in Berlin. Links, alles werde ich euch unten lassen und dann will ich auch nicht weiter lang reden. Und lass uns direkt anfangen mit dem Get Ready With Me. Also ich habe mein Gesicht schon geprimed und zwar mit dem Becca Evermatte Poreless Priming Perfector. Das ist genau der hier. Deswegen sieht mein Gesicht auch ein bisschen grey aus, ein bisschen ashy aus, weil der Primer wirklich den ganzen Moisture aus deiner Haut zieht. Deswegen ist er wirklich, wirklich gut für Leute, die sehr ölige Haut haben, wie ich. Ansonsten Leute mit trockener Haut oder normaler Haut würde ich es nicht so empfehlen, weil er trocknet die Haut schon gut aus. Und zwar benutze ich als allererstes hier die Lancôme Tint Ideal Ultra Rare Foundation. I don't know, wie die Foundation heißt. Sieht auf jeden Fall so aus. Die liebe Sandra aka BTK hat mich auf den Geschmack von dieser Foundation gebracht, weil ich habe sie bei ihr probiert, einmal in Berlin, als ich auf dem Curl Ambassador Event war und dann auch nochmal in Amsterdam und ich fand die Foundation wirklich bomb.com, deswegen musste ich sie mir vorhin auch holen. Weil ich die Intro erst am Ende des Videos drehen werde, richtige Oldschool OG YouTube Style, weiß ich nicht, ob ich es sagen werde in der Intro, aber ich bin krank, deswegen kann es sein, dass sich meine Stimme ein bisschen anders anhört als normalerweise. Beziehungsweise werde ich viele Schnitte in diesem Video finden, weil ich glaube, sehr viel husten muss und ja. Aber ich will dieses Video drehen für euch, ich will das Video fertig machen und deswegen let's go and let's start. Wie gesagt, ich benutze jetzt erstmal hier die Lancôme Foundation. Ich werde jetzt einfach die Foundation auftragen. Ich habe die Foundation in der Farbe 13.2. Ich werde die Produkte auch alle unten in der Infobox lassen. Deswegen checkt die aus, beziehungsweise ich werde sie irgendwo hier hinschreiben. I don't know yet, wir werden sehen. Auf jeden Fall die Curl. Die Curl, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist Deutschlands größte Afro Beauty, Hair und Lifestyle Convention. Die ist extra von uns, für uns. Die Curl veranstaltet von, ich glaube, 6, I don't know, ich hoffe, es ist die richtige Zahl, aber von 6 wunderschönen schwarzen Frauen und die haben sich gedacht, okay, beziehungsweise vor allem Lana Addison, der CEO von Curl, hat sich gedacht, warum keine Convention machen, also eine Art wie BeautyCon oder wie GameCon, also eine ganz normale Convention für People of Color. Die CurlCon findet am 28. September in Berlin statt. Also wer noch keine Tickets von euch hat, ich werde auch unten einen Link lassen zu der Curl-Seite bzw. zum Ticketstore. Der kann sich auf jeden Fall noch Tickets besorgen. An dem Tag wird bestimmt wissen, okay, Tickets cool hier und da. Also Leute, ich weiß nicht, was für ein Gefühl ihr habt, aber I really do like this foundation. I mean, doesn't it look flawless? Also ich bin ein richtiger Fan von der Foundation. Das Gefühl, ich sehe aus wie gefacetuned, ohne Facetune zu benutzen. Was denkt ihr? I love this foundation. I really do. Zusammen mit dem Becca Primer. Girl, your skin look like airbrush. And that's on period. Like, I'm amazed right now. Damn. Also, ihr habt euch jetzt bestimmt gedacht, okay, eine Rette ganz cool. Curl Convention, Afro, Beauty, Hair Lifestyle Convention. Cool, findet am 28. September statt. Hm, warum sollen wir gehen? Also, ich sag euch, warum ihr gehen sollt. Der Grund, warum ihr gehen sollt, ist, weil ihr mich und natürlich auch die ganz, ganz vielen anderen coolen, beautiful Influencer-Girls, Influencer-Boys sehen wollt. Also da sind ganz, ganz viele Black aus der Black-Community da, beziehungsweise nur aus der Black-Community, also eure Favorites auch. Und es ist einfach ein cooler Tag mit uns zu chillen, zu viben. Es gibt verschiedene Panels, also es gibt wirklich auch so wie bei der BeautyCon in LA oder New York oder wie ich es aus den USA kenne, gibt es auch wirklich richtige Panels. Es gibt verschiedene Workshops auch und es wird overall einfach ein nicer Tag. Ich denke, es sind auch Brands, und ich denke, es werden Brands auch da sein, bei denen ihr auch Sachen kaufen könnt, Sachen erwerben könnt. Und warum ich vor allem die Curl Convention so toll finde oder so cool finde, dass es so ein Event gibt, ist einfach,
weil wir in der Black Community beschweren uns die ganze Zeit, oh ja, wir halten nicht zusammen und wir machen jenes nicht und wir machen das nicht. Deswegen würde es auch mich so freuen, beziehungsweise die ganzen anderen Girls auch freuen, wenn so die Black Community wirklich zusammenkommen würde, als einziges und auch zeigen würde nach außen, dann so, yo, wir sind da, es gibt auch Sachen für uns, weil wir ja auch voll auf den Struggle haben. Foundation-Farben, okay, mittlerweile wird es besser, muss ich echt sagen, aber Produkte für uns zu finden und das wird ja immer so oft von den Brands begründet, ja, es gibt keinen Absatzmarkt für uns, nicht genug Schwarze, es gibt nicht genug Leute in unserer Complexion, die Interesse hätten an solchen Produkten und das stimmt einfach definitiv nicht. Und mit so einer Convention setzen wir einfach so ein Statement nach außen hin und zeigen so, wir sind da, wir sind existent und wir wollen auch gehört werden, beziehungsweise wir hören uns, wenn wir sagen, okay, wir wollen eine Convention haben, dann wird es auch so eine Convention geben. Deswegen finde ich Curl halt auch mega, mega cool. Ja, ich gehe jetzt ganz kurz rein mit meinem Laura Mercier Powder, um meinen Concealer unter den Augen zu setzen. Das mache ich immer, bevor ich reingehe, mit meinem Sacha Baraka Powder, einfach aus einem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich direkt bake, ohne vorher was drunter gemacht zu haben, dass ich einfach meinen Eyeliner, wollte ich schon sagen, mein Girl. Auf jeden Fall benutze ich mein Laura Mercier Powder, damit mein Concealer nicht so schnell anfängt zu creasen unter dem Baking Powder, wenn das Sinn macht. Ja, yeah. I hope you get the point. Okay, anyways. Jetzt gehe ich rein mit meinem Sacha Baraka Powder und bake nur unter den Augen und auf meinem Nasenrücken. Ja, so, nothing special, right? Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit schon mein Gesicht konturiert. Und zwar habe ich es mit meinem All-Time-Favorite konturiert, und zwar mit dem MAC Blush in der Farbe Noir. Und ich habe einfach nur meine Stirn verdunkelt, bisschen wie man kennt, meine Wangenknochen, die ich nochmal cleane mit dem Sacha Buttercup Powder. I don't know, ich werde es glaube ich nie lernen, wie man diesen Namen ausspricht von der Brand, but whatever. Okay, back to Beautycon again. Nach dem Event werden die ganzen Daten zur Verfügung gestellt. Daten bedeutet, und zwar, die Mädels haben das auf dem Ambassador-Event super toll erklärt. Ich versuche es so gut wie möglich auch nochmal zu erklären. Und zwar, es gibt bis jetzt keine Daten hier von uns in Deutschland, beziehungsweise nur wenig Daten. Daten bedeutet, wir haben noch keine Statistiken, okay, wie sieht unser Konsumverhalten aus, welche Produkte kaufen wir am meisten, wie viel Geld geben wir die und die Produkte aus und so weiter und so fort. Darüber gibt es keine Daten. Nach der Curl Convention, wird es Daten geben und diese Daten werden zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass Leute, die gerne ihr eigenes Business starten wollen, sich diese Daten gerne angucken können und dementsprechend ihr Business auch besser planen können, weil sie anhand der Daten ihre Absatzmärkte besser definieren können und auch besser planen können und gucken können, okay, was macht Sinn, was macht eher keinen Sinn. Was ich persönlich daran so cool finde, ist einfach, dass wenn ich so sage, hey, wir sind da, lasst uns einen coolen Tag verbringen, lasst uns alle zusammenführen, lasst uns Panels machen, lasst uns schwarze Hairdresser, Make-up-Artists und weiter und so fort und Stände haben, lasst uns unsere Produkte vertreiben, dass wir nicht so sagen, okay, lasst uns das machen, sondern lasst uns auch das als eine Gelegenheit nutzen, Jobs zu kreieren einfach. Ist ja auch so im Prinzip, wenn du ein eigenes Business startest, kreierst du ja Jobs, beziehungsweise kreierst du ja einen eigenen Job für dich selber, dass du für niemanden anderen arbeiten musst dann. Und das finde ich halt auch einen mega, mega coolen Aspekt. Deswegen ich auch sage, kommt zu Curlcon und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Noch eine Frage, die jetzt häufiger gestellt worden ist, und zwar, ist die Curl nur für die Schwarzen, beziehungsweise ist die Curl für Black People? Und die Antwort darauf lautet, nein, ist sie nicht. Als Base benutze ich hier von NYX den Above & Beyond Full Coverage Concealer, der ist schon mega, mega alt, deswegen ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt in Store. Wenn nicht, ein ganz normaler anderer Concealer tut es auch, beziehungsweise was ich auch Bomb finde, ist von Urban Decay, die Eyelid Primer, finde ich auch mega, mega nice. Obwohl ich nur so einen leichten Glam mache, mache ich trotzdem immer noch einen Full Coverage Concealer drunter als Base, beziehungsweise als Primer, weil vor allem im warmen Wetter Sachen laufen und so. Und if I'm putting my makeup on, honey, it should stay where I put it. Oh, krr, weil ich habe keine Zeit für irgendwelche laufende Make-up and shit. Like, nah, we ain't doing this. It's 2019. We ain't doing this, okay?
Also wie ich gerade schon gesagt habe, die Curl Convention ist ein Event für alle. Jedermann ist willkommen, egal ob du weiß, schwarz, kariert, bischlig, whatever bist. Du bist auf jeden Fall willkommen. Auch Eltern sind gerne willkommen. Auch Großeltern sind gerne willkommen. Also alle, die kommen möchten, können gerne kommen. Die Tickets sind auch dementsprechend angepasst. Ganz kurz nebenbei, weil ich habe schon öfters gehört, eure Tickets werden so teuer. Ihr müsst wirklich gucken, Leute. Ihr müsst runterscrollen und gucken, was für eine Art von Ticket ihr braucht, was für eine Art von Ticket ihr haben wollt, weil je nachdem, was ihr machen wollt an dem Tag, zu welchem Workshop ihr gehen wollt, dementsprechend variieren einfach die Preise. Ob ihr sagt, okay, ich will mir einfach nur die Conventions angucken, das sind natürlich die günstigsten Tickets. Wenn ihr sagt, okay, ich mache einen Workshop mit, sind die Tickets natürlich teurer, ist klar. Aber auf jeden Fall scrollt bitte runter und guckt einfach, weil ich habe schon mehrmals gesehen, so, oh, warum die Tickets so teuer, warum die Tickets so teuer. Guckt bitte einfach wirklich richtig nach. Die Tickets sind obviously not available, sonst würde ich ja nicht die ganze Zeit drüber reden. Ich werde euch auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang gesagt habe, unten einen Link dazu lassen. Aber jetzt nochmal wieder zurückzukommen, die Curlcon ist auf jeden Fall für alle da. Wir diskriminieren natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Deswegen, wer kommen will, soll kommen. Wir freuen uns über jedes Gesicht, wir freuen uns über jeden, der supporten will und so weiter und so fort. Genau, was ich am Anfang vergessen habe, auch noch zu sagen über die Curlcon. Und zwar, es gibt über jeden Ambassador gibt es eine Art Interview. Also checkt es auf jeden Fall auch ab, die Interviews. Ich werde mein Interview unten auch in der Infobox lassen. Also wer mein Interview lesen will, kann ich das gerne anschauen, gerne durchlesen. An der Stelle muss ich wirklich einen Shoutout geben an die Girls von der Curl, die das alles organisieren. Weil bis jetzt ist es nur ein komplett Frauenteam. Deswegen da erstmal Chapeau, wirklich. Dass sie das alles so professionell auf die Beine gestellt haben. Generell auch die Curl Ambassador Events. Ey Leute, wenn ich euch sage, die Events waren jedes Mal so, so nice. Ich habe versucht, habe ich das erste Event gevloggt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht hochgeladen, glaube ich, oder? Habe ich es hochgeladen? Ey, ich bin so vergesslich, Leute, Mann. I don't know. Ich habe auf jeden Fall kein Video hochgeladen, wo man beide Events in voller Fett sieht, leider. Das zweite Event wollte ich vloggen, aber irgendwie war das so ein Vlogging-Mischmasch und ich war dann so am Ende, like, na, keine Ahnung, whatever. Aber auf jeden Fall will ich die CurlCon vloggen, ich muss sie vloggen, ich muss sie festhalten für euch, für alle diejenigen, die es nicht schaffen, auf die Convention zu kommen, weil ich weiß jetzt schon, die wird dope werden, ich weiß jetzt schon, die wird nice werden und ich weiß auch, dass es so viel Spaß machen wird mit den ganzen Girls, die da sein wird. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die ganzen anderen Girls, die zu sehen wieder und Turn-Up zu machen und gute Zeit zu haben. Deswegen stay tuned for this Vlog auf jeden Fall. Aber Leute, ganz kurz Props an die Girls, weil die Girls haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Die Girls geben sich wirklich Mühe mit der ganzen Editorial Work. Wenn ihr euch die Curl-Webseite anguckt, wenn ihr euch das Instagram anguckt, wir haben sogar ein Newsletter und. Also wir haben so, so viele Sachen, beziehungsweise die Mädels haben so, so viele Sachen gemacht, beziehungsweise machen so viele Sachen, damit diese Convention richtig nice wird, damit Curl an sich, dieser Name, dieses Projekt, dieses definiere deine Locken, definiere deinen Curl, ganze Beauty, Lifestyle und Hair Community, beziehungsweise alle, die im Creative-Bereich sind und eine andere Hautfarbe haben, wirklich hervorzubringen. Und die machen da wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Arbeit und sie sind immer patient, immer geduldig, weil sie wissen, mit so Leuten klarkommen, wie zum Beispiel mir. Wenn du deine E-Mail schreibst, die, keine Ahnung, deren E-Mails immer im Spam landen und dann Deadlines verpasst und so weiter und so fort. Und die sind immer noch cool und immer geduldig und haben immer so viel Patience, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es so viel Stress ist, so ein Riesen-Event zu veranstalten und auch zu organisieren vor allem. Und deswegen erstmal ganz große Props an die Girls da draußen. Genau. So, jetzt habe ich so viel geredet und kein Make-up gemacht. Ich denke, ich werde jetzt reingehen mit der Jaclyn Hill Bling Boss Palette von Morphe. Und zwar werde ich die Farbe Glitz und Glam wählen für mein Augenlid. Und ich werde es einfach ganz soft mit einer leichten Hand auftragen. Nicht spektakuläres, weil wie gesagt, es ist viel zu heiß für Make-up eigentlich. But ich musste irgendwas machen, weil einfach so sitzen und reden ist langweilig. So, wanna do my makeup, you know. This right here is cute, but I mean, let us turn it up a notch, okay? Ich weiß nicht, ob man das auf Kamera so gut sehen kann, but in real life ist so ein Dust auf so Champagne, so eine Champagne-Farbe, Champagne, Blitz and Glam. Yeah, but I like it though, I really do like it. Ich benutze hier die Wimpern und die sind zwar von, und die sind von Primark, wie ihr sehen könnt. Oder ihr könnt es nicht mehr sehen. Ich glaube, die kosten 5 Euro. Keine Ahnung. Und ich benutze immer zwei aufeinander. Wurde ich auch schon öfters gefragt, was für Wimpern ich benutze. Und zwar
Das sind im Moment die hier von Primark doppelt draufgeklebt, weil ich bin extra und meine Wimpern müssen fliegen. Dann noch ein Ding zur CoralCon. Ich weiß, ich habe gerade Girls gesagt und es so mehr oder weniger dastehen lassen, dass es nur für Girls ist. Und ich weiß, ich tue das sehr, sehr oft in meinen Videos. I'm sorry, I'm working on that. Weil ich weiß, es gucken auch genug Typen meine Videos. Die CoralCon ist nicht nur für Girls, es ist auch nicht nur Make-up und Beauty. Auch wenn es so mehr oder weniger der Hauptteil ist, aber es sind auch viele Jungs da, auch viele Typen da. Auch auf den, Influencer-Ambassador-Events waren auch genug Typen da, genug Jungs da, die so in der Richtung Motivational Speaking und sowas machen. Also wer von den Boys Bock hat, kommt auch vorbei, checkt das auf jeden Fall ab. Die Jungs, Fellas, seid auch eingeladen. We got you. Ich habe jetzt gerade meine Lashes drauf gemacht. Ja, ihr seht, es verändert komplett das ganze Gesicht. Jetzt sehen meine Augen so wumm aus. Okay. Ganz anstrengend. Ich muss jetzt auch Highlighter drauf machen und meine Lippen fertig, weil jetzt habe ich gerade nur Clear Gloss drauf, weil ich hasse nichts mehr, wenn ich Make-up mache und filme und meine Lippen sehen ashy aus. Deswegen habe ich immer so ein Clear Gloss drauf. Ja. Yeah. Just leave it at that, okay? Bevor ich jetzt weiter rede, ich benutze hier von Morphe den Highlighter in der Farbe Mirage, 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 I don't know, I can't pronounce shit. So, auf jeden Fall, das ist der Highlighter. Ich werde euch unten, wie gesagt, alles in der Infobox lassen. Ich konnte mich noch gar nicht bedanken, seitdem ich meine 3000 Abonnenten hier auf YouTube geknackt habe. Ich weiß, für viele ist es nicht viel, aber für mich ist es viel. Vor allem, weil ich so inconsistent bin und ich war, glaube ich, sogar ein halbes Jahr jetzt fast weg von YouTube. Habe dann nur kurz diese Kylie Jenner Review hochgeladen und habe erst jetzt die letzten 2 Wochen wieder Videos abgeloadet. Wow, Deutsch, Englisch, schlimm. Stick to one language, girl, okay? Auf jeden Fall habe ich die letzten 2 Wochen wieder Videos hochgeladen. Jetzt, diese Woche kommt dieses Video raus. Deswegen ist immer, wenn ich überlege, so 3000 Menschen, like, that's a lot. Wisst ihr, was ich meine? Also für mich zumindest. Deswegen, ich appreciate wirklich jeden Einzelnen. Ich appreciate die Leute, die von Day One da waren. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr wirklich einer der Ersten war von Day One, die, keine Ahnung, sogar noch ein Gerät mitbekommen haben mit grünen Kontaktlinsen vor 2 Jahren. Ja, auf jeden Fall an der Stelle ganz, ganz viel Love an euch und tausend Dank, that you still fuck with your girl, even though she's inconsistent as fuck. And she always has an excuse why she's inconsistent. Deswegen, ich habe auch dieses Mal, wie ihr vielleicht gemerkt habt, kein Video gemacht, oh, ich war weg, weil nobody gives a F, okay? So, I'm just back und enjoyed einfach mein Content und ich hoffe, ihr könnt mein Content so lange enjoy, solange ich hier bin, bis ich wieder MIA gehe. ich hoffe, dass ich nicht einfach MIA gehe, aber bei mir wisst ihr es halt nie so, deswegen, ja, yeah, take whatever comes with it, okay? I'm sorry. Das war's jetzt mit dem Video. Für meine Lippen habe ich meinen MAC Lip Liner in der Farbe Double Fudge benutzt. Und von MAC auch den Lippenstift in der... Girl, why are you dropping your shit? Für den Lippenstift habe ich den MAC Lippenstift in der Farbe Cherish benutzt. Als Setting Spray habe ich von Urban Decay das Dill Slick Make-up Setting Spray Oil Control. I don't know, ich schreibe es unten in die Infobox, wie das Ding heißt. Habe ich benutzt für mein Face, um wieder Glow reinzubringen, weil ich habe ja viel Powder benutzt und so weiter. So, gotta give this glow back, besides of this highlighter though, you know what I'm saying? You know what I'm saying, baby girl? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass ihr einen besseren Einblick bekommen konntet, was Curl ist, was euch erwarten wird auf der Convention. Ich weiß, das Video war all over the place, aber es lag erstens am Wetter, zweitens, ich bin auch krank und angeschlagen. Meine Gedanken sind, ja, all over the place. I'm sorry. Und ich weiß jetzt nicht, warum jetzt den Krankenwagen oder Polizeiwagen vorbeifahren muss. Rude. Auf jeden Fall, can you be quiet, please? Das Video war all over the place. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einen Insight bekommen konntet, was euch auf der Curl erwarten wird, was Curl ist, für was Curl steht und
Wie gesagt, wenn Sachen noch unklar sein sollten, könnt ihr mir das ruhig unten in die Kommentare schreiben, beziehungsweise könnt mich in den Kommentaren fragen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr mir auf Instagram, @HenretteCampbell, wie mein YouTube-Name auch, eine DM einfach schreibt zu der CurlCon. Ich werde sie beantworten. Im Moment bin ich wieder busy, weil ich wieder ein bisschen am Lernen bin und so. Deswegen, Antworten dauert bei mir ein bisschen im Moment, aber ich werde euch definitiv antworten. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch auf der Curl sehen werde. In 3 Wochen ist es ja schon fast, oder in 4 Wochen, keine Ahnung, Ende September am 28. Ich hoffe, dass ich euch auf der CurlCon sehen werde. Ich hoffe, dass ihr alles slayt. Ich hoffe, dass wir coole Pics zusammen bekommen werden. Und dass wir auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, die Curl Convention ist die erste und Deutschlands größte Afro-Beauty-Lifestyle-Convention. Sie ist von uns, für uns. Auf der Convention werdet ihr finden Make-up-Artists, Hair-Artists, ihr werdet Panels finden, ihr werdet Workshops finden. Ihr könnt ganz normal durchlaufen, ihr werdet Stände finden, bei denen ihr Sachen kaufen könnt, wenn ihr wollt. Und ihr könnt, beziehungsweise ihr werdet eure Lieblings-Black Influencer, Ambassadors treffen von Curl, beziehungsweise eine ganze Menge voller cooler Leute wird da sein. Genau, so viel war es jetzt von mir aus. Wie immer, denkt daran, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert das Video, liked, abonniert meinen Kanal, abonniert und liked den Kanal, Girl Bar. Abonniert den Kanal von Curl, folgt Curl auch auf Instagram, damit ihr keine Sachen mehr von denen verpasst. Bei mir natürlich genauso, damit ihr keine Sachen von mir mehr verpasst. Und das war's. Stay beautiful, stay blessed. Ah, ganz kurz noch, ich weiß, ich habe ganz viele ganz kurz in diesem Video, aber jetzt wirklich ganz kurz, bevor ich das Video beende. Ich weiß, die Schule hat wieder angefangen, die Uni hat wieder angefangen oder fängt jetzt bald wieder an. Und dieses Jahr, we're gonna slay the semester, okay, girls and boys, okay? Hot girl semester, hot boy semester. Beauty und so weiter ist nice. But still, be educated, get your education. Okay, das war's jetzt wirklich von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.